willkommen zurück zu meinem kleinen Adventskalender. Wir sind beim 7. Dezember. Ja, läuft eigentlich ganz gut hier, ne? So, ich fühle mich bisher mit. Da sind Münzen. Da unten müsste ich doch auch. Ich kann es nicht erreichen. Ich brauche etwas, um es zu greifen. Vielleicht ein Anker. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Jetzt habe ich einen Schlüssel für den Springbrunnen. Richtig? Es geht immer irgendwie weiter. Ich bin. Okay. Staub wedel sie halt weg. Da haben wir den Meißel. Kann ich dich anschalten? Es fehlen ein paar Sicherungen. Ich muss sie zuerst ersetzen, um das zu benutzen. Was ist das hier? Benzin. Okay. Da fehlt noch mehr. Gut, aber zumindest die Eisfiguren könnten wir jetzt schon mal machen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wieso es geht. Wimmelbild? Bitte, bitte, bitte. Ich möchte ein Wimmelbild. Finde die Unterschiede zwischen dem Bild und dem realen Ort. Ach du Kacke. Einfach was unfertig aussieht gerade. Zwei Stück. Oh mein Gott. Da muss noch was rein. Dann. Oh mein Gott. Vielen Dank, lieber Weihnachtsmann, der mich anglüht. Habt ihr das gesehen? Das ist mir auch erst. Ah. Mach doch sowas nicht. Okay. Ich stehe noch irgendwas rum. Sehe ich wieder irgendwelche Münzen? Nicht da. Denn ansonsten, Dankeschön. Ich habe einen Schlauch und ich habe eine Feder und ich habe einen Nagel. Ja, was mache ich da jetzt mit? Schlauch, Feder und Nadel. Da kann ich mega viel mit anfangen. Nicht. Hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Was soll ich denn mit Schlauch? Ohne Hilfe hinunterzusteigen. Vielleicht gibt es irgendeinen Sein. Nehmen wir auch einen Schlauch? Wir nehmen auch einen Schlauch. Und das ist ja in Ordnung so. Auf zum gefrorenen See. Francis' house must be on the street behind this lake. It won't be long now. Especially if we take the sleighs. Natürlich nehmen wir einen Schlitten, das denkst du, aber der ist ja hier festgekettet, wie man sieht. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Da liegt eine Sicherung. Da fehlt noch was. Da liegt ein Zettel. Geh doch weg. Warum darf ich den Zettel nicht nehmen? Spiel. Da muss ein Schlittschuh rein. Die Eisbahn hat ein Fassungsvermögen von 300 Personen. Nicht überschreiten. Aber trotzdem sehe ich nichts. Türgriff, Sicherung, Feder, Nagel. Die Tüte ist zu schwer. Vielleicht kann ich sie mit etwas Scharfem aufreißen. Nehmen wir einen Nagel. Wir nehmen einen Nagel.
Bücherstapel. Ist dir eigentlich bewusst, dass wir eventuell gerade jemandem da die Weihnachtsgeschenke klauen vielleicht? Ich weiß nicht. Ich finde das ja... Was mache ich jetzt mit Bücherstapel? Dinge, die ich noch nicht so ganz nachvollziehen kann wahrscheinlich. So, da bauen wir das Ding jetzt erstmal ein. Was mache ich mit Bücherstapel? Bücherstapel. Mir fehlen nur noch 3 ganze Sicherungen. Das ist nicht gerade wenig. Der Knopf ist abgefallen. Okay, vielleicht, wenn du dich auf den Bücherstapel stellst. Wohl eher nicht. Da geht aber auch nur noch hier unten. Hm. Da würde ich ja auch gerne was machen, kann ich aber noch nicht. Weil mir die Schere immer noch nicht so Bücherstapel. Das olle Eichhörnchen hat Hunger. Das wird ja mit Sicherheit nicht gegen Bücherstapel mit mir tauschen, oder? Ja, da hätte ich mich jetzt auch sehr drüber gewundert. Da hinten komme ich nicht weiter. Und hier fehlen noch die Sicherungen. Zeigt diese Karte jetzt bei mir irgendwas an? Nein. Die Karte zeigt mir nur an, wo ich bin. Also tatsächlich nicht sehr hilfreich. Was mache ich denn jetzt mit den blöden Büchern? Es wäre schneller und sicherer, mit dem Schlitten hinunterzufahren. Ja, Hase, das möchte ich ja. Moment, mein Feuermelder. So, da bin ich ja schon wieder. Ich weiß gar nicht, hat man den gehört? Das war der Feuermelder im Nebenzimmer. Auf dem Flur quasi. Meinte mal eben gerade ein bisschen Randale machen zu müssen. Weiß ich auch nicht. Aber den kann man dann ja wieder ausstellen. Also es brennt definitiv nicht. Das hätte ich gemerkt. Was mache ich denn? Das abzuwischen. Aber vielleicht kann ich es einschmelzen. Was fehlt mir denn hier noch? Es ist kaputt. Ich muss es in Ordnung bringen. Liegt da vielleicht irgendwo noch was rum? Wenn ich hier jetzt runtergehe. Und hier oben dahin klicke. Nee, liegt nichts. Ich hätte jetzt gern einen Tipp. Mann. Ich wäre gerade ein Mensch, der die Dinge auf die leichte Schulter nimmt. In Ruhe. Liebe Eisenbahnbesucher, bitte lassen Sie Ihre Sachen nicht unbeaufsichtigt liegen. Was ist das jetzt? Jetzt kann ich das Fahrzeug reparieren. Ja. Es funktioniert. Wie schön. So, wollte ich nicht noch gerade etwas einschmelzen? Es geht. Wir kommen weiter, Leute. Ich bin gerade echt ein bisschen happy, weil es funktioniert bis jetzt alles sehr gut. So, Nuss und die Sicherung. Hier, guck mal. Da, Nuss. Ich krieg die Sicherung. Und was auch immer das ist. Und die Münzen hier hinten. Was ist das? Silikonspray. Das werde ich wahrscheinlich auch noch brauchen. 70 Münzen sind aber echt viele. So, geh weg da. Du bist mit dem Weg. Aus dem Weg, wir essen zeitig. So, was passiert jetzt? Oh Gott, was muss ich denn jetzt machen? Wähle den Draht aus und ziehe entlang der Linie oben links und unten rechts. Der Draht muss alle farbigen Spielsteine voneinander
trennen und darf die Linie nicht mehr als einmal überqueren. Die farbigen Kacheln leuchten auf, wenn sie von den anderen getrennt werden. Okay, da war ja nicht eine getrennt. Nee, jetzt kann ich da nicht mehr hoch, ne? Nee, das auch doch. Die sind ja ärgerlich. Das ist ja... Ja, jetzt krieg ich die aber schon nicht mehr getrennt. Okay, also das funktioniert so. Das funktioniert nicht. Gar nicht so einfach. Wie soll ich die denn auch alle voneinander getrennt kriegen? Kann ich, darf ich bitte? Das macht mich ein bisschen nervös. Jetzt sind die beiden noch zusammen. Seht ihr, ich kriege das ja schon mal in den kleinen Versionen hin. So. Das wird auch nichts. Oh mein Gott. Ich habe keinen Überspringen-Button mehr. Ich krieg die Motten. So. Da kann ich auch nicht noch einen weiter, ne? So. Aber ich muss ja auch da unten rauskommen, oder nicht? Das wird schon mal gar nichts.
Bin ich da zwar angekommen, aber ich krieg die beiden nicht voneinander getrennt. Okay, Moment. So, wenn ich hier hochgehe, komme ich da nicht weiter. Also ich bin jetzt hier runter. Sit, sit. Wenn ich quasi hier. Ich muss sogar gar nicht hin. Okay. Ja, es tut mir sehr leid, dass ich jetzt die Silikonsprengnetz, die Easy-Variante genommen habe, aber ich war zu dumm. So, was habe ich da? Eine Sprühdose und einen Knopf. Achso, der Knopf. Ja, Knopf. Es tut mir wirklich sehr sorry, aber ihr hättet ja auch keinen Spaß daran gehabt, wie ich jetzt die nächsten 5 Stunden da dran gesessen hätte, oder? Und dafür war ich ehrlich gesagt echt nur mal zu doof. Gut, das geht auch wieder. Dann können wir uns hier jetzt mal der Gartengestaltung widmen. Was soll ich denn jetzt schon wieder machen? Zeichne die Form des Zweiges auf den Fliesen nach. Wähle eine Kachel aus und ziehe sie über eine andere Kachel. Ach du Scheiße. Das ist ja aber auch. Moment mal, liegt das an den Dornen? 1, 2, 3, 4. Also 1, 2, 3, 4. 2. Ne, nur 1. Oder? Sind es 2? Nee, das wird ja nie was. Nee. Hä? Passt das schon nicht. Das Bild hat sich doch überhaupt nicht verändert, oder?
Ich verstehe das nicht. Also hat das jetzt wirklich was hier mit zu, bei den Dorn zu tun? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir 2 nach da. 1, 2. 1, 2 nach oben. Weil da ist keine Dorne, das ist eine 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 5. Ihr seid jetzt aber auch dabei, wie ich es wieder umstelle. So, Hardcore, ihr habt es gesehen. Ich habe es wieder eingestellt. Am 8. Dezember machen wir dann weiter. Bis dahin, meine Lieben. Macht es gut.